Ich habe so ein ganz unangenehmes Gefühl gerade, wenn ich diese ganzen Löcher sehe. Ich will jetzt nicht Luftabwehrgranaten. Ja klar, also, mache ich auch immer. Oh Gott, ja. Ah ja, gut, dass ich gerade geheilt habe. Fällt gerade auf, er steht da äußerst ungünstig. Deswegen will er jetzt auch sterben. Ja. Fangen wir nochmal an. Ne, Moment, ich muss nicht neu anfangen. Okay. Kann ich die Tür da hinten schon öffnen oder? Die öffnen ist gerade die Frage. Man kann ja mal reingucken, ne? Ah, geil, noch mehr, ja. Man soll auch mal Panzerabwehrmesser entwickeln. Gib doch Messer aus Panzerstahl, was willst du denn? Was willst du denn noch alles haben? Oh, da gibt es einen Haufen Munition, du. Ah, man kann entweder außen rum gehen. Das... Noch, natürlich ist da noch mehr, was frage ich überhaupt? Steht auch sehr gut. So in Deckung und alles. Stell mal vor, ich würde irgendwie offen auf dem Feld stehen. 70%. Ich merk's richtig, wie ich 70% Verschwung habe. Ne, warte mal, was ist da hinten noch? Ah, ist wahrscheinlich das Geheimnis. Will ich näher an die rangehen? Ich weiß es nicht. Oh, tot, nein. Ach, komm schon, das sind doch keine 70%, ey. Ah, das ist noch einer. Sehr gut. Zu viele Charaktere machen auch keinen Spaß. Ziel ist ja, mit einem durchzukommen und nicht mit allen. Alle kann ja jeder. Braucht man gar keinen Skill und nee. Was zur Hölle? Wo kommen denn die alle her? Sag mal. Was heißt hier keine Munition? Ich habe ein Messer. Hier. Ich hau wieder ab. Plus sie im Schussstand immer durch die Gegner gehen und dann doch verfehlt da steht. Ja, als ob das bei XCOM anders wäre. Bei Helden halten sie ihre Waffen ja auch mitten ins Gesicht und treffen nichts. So, also, hier nehme ich überhaupt alles mit. Sie hat eine Rüstung, sie hat keine Rüstung. Gut, ich muss sie nicht mitnehmen, aber sie ist halt eine Sanitäterin, ne? Und Sanitäter ist halt schon prinzipiell ziemlich geil. Ich habe halt nur einfach nur viel zu wenig Rüstungen. Muss irgendwann auch mal XCOM spielen. Das wird auch ein Spaß werden. Nein, wird's nicht. Vielleicht fange ich mit dem Original XCOM an, das ist
Noch unlustiger. Größer? Oh ja. Deutlich größer. Gut, wir gehen jetzt ganz langsam vor. Hallo? Ach, danke. Okay, tschüss. Das dann halt nicht in den 16 Runden, aber muss ja auch nicht. Klug, alle sie machen zu lassen. Ah, ich brauche das Scharfschützengewehr. Nee. Was? So aktivierst du dich denn jetzt nicht? Ich bin fest davon ausgegangen, dass du dich jetzt gleich aktivierst. Jetzt aber. Überhaupt noch Schüsse? Ja. Sie hat noch zwei Schüsse. So, kommst du mal raus. Dann gehe ich einfach an die vorbei. Sicherheitstürme wurden angepasst und jetzt werden jetzt von der KI des Lagers kontrolliert. 21, was hatte ich davor? 16 oder sowas? Ich glaube ja. Gut, hätten wir das Geheimnis schon mal. 70%. Uns verfehlt. Natürlich verfehlt es. Man sollte es auch treffen. Das wäre albern. Das wäre albern. 70%. Danke. Sie hat mal getroffen. Muss ein Bug sein. Jetzt hat sie keine Munition mehr, ne? Und er hat keine Granaten mehr, egal. Ah, da kommen noch mehr. Ja, so eine Scheiße aber auch. Kann ich die einfrieren? Kann ich? Mal so. Granaten treffen wir sehr gut. Einfach mal fliegende Ziele in der Luft einfrieren. Ja, das Problem jetzt auch nicht. Gut, in 16 Runden sollen wir das machen, ja. Puh. Sehe ich nicht, aber okay. Mach's lieber langsam, dann wird das vielleicht was.
Ach, da kommt ein Freund. Lass uns einfach sie machen, sie trifft wenigstens. Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Stimmen Sunny einfach dahinter, passt schon. Und jetzt daneben schießen. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei XCOM. Nicht ganz. Das geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung. 32% nur. Das ist nicht so gut. Den kommt doch nicht her, glaubst du das? Jetzt treffe ich ja von hier drüben besser. Ne, es sind immer noch 32%. Ah, jetzt kommt's her. Einfach ganz viel Geduld. So, jetzt hat sie keine Munition mehr. Macht sich schon so ein bisschen nutzlos jetzt, wa? Nein! Verklickt! Perfekt, ich hab mich verklickt. Treffen die mich von da hinten? Nein. Gucken wir mal. Was? Das Ding lebt noch, willst du mich verarschen? Wieso lebt das Ding denn noch so? Du kannst mal weg. Gut, die Rundenanzahl habe ich minimal überschritten. Minimal. Jungs, das ist klar bei euch. Ich stehe da vielleicht ein bisschen ungünstig. 70%ige Chance. Ja, gut. Besser als gar nichts. Jetzt kommt der und schießt auf ihn. Du hast doch noch deine Pistole. Damit triffst du den halt nicht. Lass mal einen Schnaps trinken, so. Ich glaube, er ist gleich tot. Lauf mal weg. Natürlich trifft er nicht.
60%. Voll der Blödsinn hier. Danke. Ja, jetzt hauen wir einfach ab. So, das letzte Geschütz sein Scheiß alleine machen. Tschüss. Ich hätte auch einfach so, glaube ich, abhauen können, ohne die Geschütze zu vernichten. Ja, 46 und 16 fast. Gib viel Geld dafür aus, diesen Komplex zu verstecken. Knie in der Oberfläche sind perfekter Schutz. Gäbner läuft vor unseren Jungs immer noch nicht ermitteln können. Kann sein, dass sie irgendwo in diesem Komplex verschanzt sind. Vorwärts, Marsch. Oh, wow. Okay, hier geht's nicht weiter, also nehme ich an, dass es hier was zu finden gibt. Für einen kleinen Speicher mit alten Waffen. Sie werden wirklich nützlich für uns sein, wenn wir sie reparieren. Was habe ich denn jetzt für neue Waffen gefunden? Ja. Omega-Flinte, ja geil. Was haben wir da noch? Titanpistole, Pistole des Wächters. Normale Genauigkeit. Würden wir das Geld dafür alles hernehmen? Das ist wie eine Realität. Ich denke mir ständig, wo soll ich nur das ganze Geld hernehmen? Woher nehmen, wenn ich stehlen? Zurück hier, zurück. Vielleicht haben wir den Komplex schon verlassen. Ich stelle seinen Grund, um den Wassergang zu verdoppeln. Wäre nicht leichtsinnig. Er ist immer zu Hause, oh Gott. Ist da niemand geantwortet? Also ist niemand hier. Entspannt euch. Fehlen die Worte, ja. Das wird jetzt bestimmt nicht schlimm enden. Er hat Sprengstoff. Vielleicht muss ich Löcher verschließen. Boah, ICM 9000, das neueste Modell. Was? Kann es kaum warten, damit er spielt. Welches Modell? Achso, ach, der Computer oder was? Ich glaube, dieser Computer Türen zu anderen Sektoren öffnet. Los geht's. Ach. Ja, mein Mist. Mein Mischcomputer hat begonnen, ein Update zu installieren. Oh Gott. Sie hat Windows auf ihrem Computer. Oh Gott. Ich geh mal. Ah! Ah! Ja, geil. Gut, dass ich so weit mit ihm vorgelaufen bin und jetzt nicht mehr schießen kann. Das war eine sehr gute Idee. Exzellent, möchte ich fast schon sagen. Schaden gemacht. Deswegen gehen wir noch mal ein Stück zurück. Easy. So, da geht's, glaube ich, hoffe ich, nicht weiter. Schieben wir das mal ans Tor. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Und dann benutzen wir mal diesen lustigen Computer. Ich wusste es. Das war eine sehr gute Idee. Das bringt nicht so viel Deckung, wie ich erhofft hatte. Au. Au. Was soll denn das? Wie gut trifft der Granatwerfer denn gegen Luftziele? Auch sehr gut, sehr gut. Ich könnte Dynamit werfen. Ich hätte lieber auf das kleine Ding schießen sollen, glaube ich. Ist der Schaden so verteilt? Ach. Leck mich doch einfach. Mm-hmm.
Nein, wieso? Das ist ja nicht. So, zum Glück ignoriert er die einfach. Prozent Trefferchance. Ist es nicht so hoch, wie ich es gerne hätte?